In der heutigen Ausgabe von I Can Hear You spreche ich mit Hisham über seine Teilnahme bei Starmania, seinen TikTok-Hype und die späte Entschuldigung seines Vaters. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Can Hear You. Und mein heutiger Gast ist der wundervolle Hisham. Ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung, liebe Nora. Ja, das war ja mehr als überfällig. Und ich bin vor allen Dingen sehr dankbar, weil du ja eigentlich gerade gar keine Zeit für mich hast oder hättest. Du steckst so mitten in Action und in ganz geheimen Dingen. Darf man da schon ein bisschen was verraten? Ja, also das, was man eh weiß, ist die Castingshow Starmania. Ja, da kann man auf jeden Fall sagen, da bin ich dabei. Yeah, Starmania, yeah. Wer kennt es nicht? Starmania, eine Castingshow vom ORF. Ganz genau. Und da bist du. ORF. Genau, und da bist du dieses Jahr dabei. Ich glaube, moderiert wird das Ganze von Arabella Kiesbauer. Richtig. Arabella Kiesbauer und Philipp Hansa als Kommentator, so viel ich weiß, ja. Ah, sehr gut, sehr gut. Und am 11. März dürfen wir dich alle bewundern. Genau. Und vor allen Dingen fleißig anrufen. Das wäre sehr nett am 11. März um 20.15 Uhr, ja. Auf ORF 1. Auf ORF 1. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Ich werde auch fleißig die Werbetrommel rühren, weil mir das echt ein wahnsinniges Anliegen ist. Weil du bist so ein wahnsinniges Talent und ich finde das immer, wie soll ich das sagen, ich finde das immer so traurig, wenn man dann sieht, wie denn so ein wahnsinniges Talent so früh ausscheidet, was wir natürlich dieses Mal gar nicht hoffen, aber wollen nur ganz kurz verraten, du warst ja auch schon mal bei DSDS, noch zu Dieter Bohlen Zeiten. Ich habe Dieter noch erlebt, noch ein letztes. Dieter noch erlebt, das hört sich so an, ich habe die Dinosaurier noch gesehen. Ja. Da bist du, glaube ich, im Recall raus. Ja, also im Re-Recall. Ich bin einmal in den Recall, dann war ich im Re-Recall und dann wäre Ausland gewesen und dann war es vorbei. Ja, nee, ist voll okay. Also ist voll, war wahrscheinlich besser so. Sollte so kommen und... Ja, wobei ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich verfolge DSDS aktuell mit den neuen Juroren und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es diesmal ein anderes Ende für dich genommen hätte im Positiven. Also ich habe dich eh immer ganz weit vorne gesehen. Das sage ich natürlich jetzt auch, weil ich nicht so objektiv bin. Ja, das ist doch ganz klar. Also für alle, die jetzt zuschauen oder zuhören, ich bin halt nicht objektiv. Ich finde es einfach klasse. Ja, aber ich muss auch sagen, ich glaube auch, dass ich weiter hätte kommen können. Bei aller Bescheidenheit sind Leute weitergekommen, die stimmlich sicher nicht besser waren als ich. Aber nichtsdestotrotz, ich habe viel einfach auch falsch gemacht und nicht so authentisch gemacht, wie ich sonst immer bin. Und deswegen fand ich es dann trotzdem auch irgendwie berechtigt und auch gut für mich selber, dass ich einfach draußen war. Und das ist so gekommen, wie es ist. Und damals war es eine kleine Enttäuschung, aber jetzt rückblickend denke ich mir, es war genau gut so, wie es war. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in diese Casting-Geschichten eingehen, aber das wollte ich noch sagen. Das war nämlich auch das, da habe ich nämlich auch zugeschaut und das war genau das, was mich ehrlich gesagt gestört hat und getriggert hat. Ja. Die Tatsache, dass andere weitergekommen sind, die bei weitem nicht mal ansatzweise eine Stimme hatten. Aber das war scheinbar irgendwie part of the game. Ich will da jetzt gar nicht zu weit ins Detail gehen. Aber da werden wir uns auf jeden Fall bei einem anderen Podcast nochmal diesbezüglich genauer unterhalten. Gerne. Aber man weiß ja von dir, du bist Schauspieler, du bist Musiker, du bist TikToker, du bist Hans Dampf in allen Gassen. Und ich liebe ja diese Frage, wenn du jetzt eine Visitenkarte hättest, was würde draufstehen? Wahrscheinlich einfach Künstler. Sehr gut. Ja, glaube ich, ja. Ich habe auf Instagram auch einfach Artist angegeben, weil irgendwie man macht so vieles, aber man will ja dann auch nicht irgendwie so 3, 4, 5 Berufsbezeichnungen hinschreiben, weil ja, das ist irgendwie, finde ich, auch nicht unbedingt notwendig. Ich bin Künstler und ich mache, was passiert und was gerade kommt. Genau, aber es war mehr so da in die Richtung gemeint, so von wegen,
wo hast du mehr so deinen Fokus drauf? Ist es mehr die Schauspielerei oder ist es, weil ich weiß ja, du warst jetzt gerade erst noch bei einer Theateraufführung. Genau, ja. Also da einfach so, wo dein Fokus mehr drauf liegt. Ist es mehr so die Schauspielerei? Ist es mehr die Musik oder sagst du einfach go with the flow? Also eigentlich go with the flow, aber in letzter Zeit, vor allem in den letzten 2 Jahren, hat sich das wirklich sehr in die Schauspielrichtung gezogen, aus Gründen. Und dadurch habe ich jetzt halt auch einfach 2 Jahre keine Konzerte gemacht und keine Sachen released. Und deswegen, das ist ja auch einer der Hauptgründe, wieso ich es jetzt mit Starmania wieder versuchen möchte, ein bisschen in die Musikrichtung zu schaffen, um einfach dort wieder Fuß zu fassen. Oder überhaupt mal richtig Fuß zu fassen, weil in der Schauspielgenre hat es einfach bisher auch besser oder mit mehr Jobs geklappt. Und ich kann auch nicht sagen, wenn du mich fragst, was machst du lieber, das ist eine Frage, die ich nie wahrscheinlich endgültig beantworten kann, weil einfach beides für mich so wichtig ist und ich hoffe, dass ich beides weiterhin durchziehen kann. Und vielleicht wird es im einen ein bisschen erfolgreicher und im anderen weniger. Das wäre auch okay, aber ich werde beide Sachen auf jeden Fall bis zum Ende meines Lebens so lange wie möglich durchziehen. Ja, so kenne ich dich. Aber bei dir ist das ja wirklich so. Das eine geht nicht ohne das andere und es geht so wie so ein Zahnrad ineinander über. Und du sagst es ja genau richtig. Also die letzten 2 Jahre war ja nicht viel mit Konzert und Musik und all den Dingen auf der Bühne stehen. Und deswegen ist natürlich die Schauspielerei eine gute Alternative gewesen, wobei es ja für dich keine Alternative ist, sondern es ist für dich ja ebenfalls die Leidenschaft. Absolut, absolut. Und ich weiß nicht, ob das der ein oder andere weiß, also wie gut du in einem Smoking aussiehst, wenn du dann auf dem Red Carpet mit deinen dunklen Haaren allerdings, also für Ja. die Zuhörer muss man sagen, Hisham trägt aktuell blond, aber mit diesen schwarzen Haaren und dem Smoking, also das hatte schon was. Ich habe da schon gedacht, so von wegen, das ist so der zweite, der Nachfolger von Elias Mbarek oder aber auch Kostja Ullmann. Beide Kostja. zwei hervorragende deutsche Schauspieler. Ah, Elias Mbarek sogar mit österreichischen Wurzeln, so viel ich weiß. voll, das weiß ich auch. Aber Kostja Ullmann muss ich gleich mal googeln. Ja, so läuft das. Google mal. Ein richtig, richtig toller Schauspieler und vor Cool, allen Dingen ziemlich sympathisch ja. und macht auch so immer relativ coole Filme. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja einen Film von dir gesehen, der Film an sich. Jetzt wirklich nicht nur deine Rolle, aber der Film an sich war ja einfach nur mega, 2015 ORF. Da konvertiert die Tochter von so typisch, ich weiß nicht mal mehr den Titel, von Ja. typisch österreichischen Eltern konvertiert und will jetzt auf jeden Fall Kopftuch tragen und du wirst so quasi ihr bester Freund und Best Buddy Ja. und also ich weiß nicht, den Film könnte ich wirklich in Dauerschleife sehen, weil der Ja. hat so also eine gewisse Message. Aber der ist so lustig gemacht und die Schauspieler passen einfach auch so wie die Faust aufs Auge. Ja. Und du bist da so das i-Tüpfelchen. Danke. Ja, ich fand den Film auch richtig, richtig funny und es freut mich so, dass Leute den einfach so feiern und ihn auch Total. lustig finden. Das wusste ich ja damals beim Dreh noch nicht, dass der dann so gut ankommen wird, aber das war eine absolut, absolut geile Erfahrung. Und es ist ja auch so ein, muss man auch gleich dazu sagen, es ist ja auch dann so ein Family-Film, ne? Den kannst du ja am Sonntagnachmittag mit der kompletten Familie anschauen. Und da komme ich wieder zur nächsten Frage. Bist du mehr so im Genre, weil ich habe irgendwie im letzten Jahr einige Dinge auf Instagram gesehen, die du auch gedreht hast. Bist du mehr so in dem Genre Comedy, Komödie, seichte Unterhaltung oder bist du da auch, wärst du auch bei Actionfilmen dabei oder bist du auch bei Actionfilmen dabei? Ja, also ich glaube jetzt insgesamt, was ich so gedreht habe, war es eher mehr Richtung dramatisch, aber meine Leidenschaft, glaube ich, ist schon auch in der Comedy, weil ich ja auch eben auf TikTok so viel Blödsinn immer mache, so viel guten Blödsinn, also nicht negativ konnotiert Blödsinn, sondern positiv. Also ich habe schon sehr Bock auch auf so Trash-Comedy-Sachen und I auch so love it. lustiges Zeug. Aber wenn du sagst Actionfilme, also das ist schon auch so ein ganz heimlicher, innerlicher, wirklicher Traum von mir noch wirklich, wo ich als Kind schon Schauspieler werden wollte, so in so einem Greenscreen zu sitzen und dann so irgendwie nach hinten gezogen werden mit so einem Seil oder so Action-Szenen. Also das ist schon etwas, was ich unbedingt mal machen will, beziehungsweise im Sommer auch einen Kurzfilm gedreht habe, der tatsächlich ein Actionfilm ist, so ein Science-Fiction-Actionfilm. Wo ich auch die Hauptrolle spielen durfte. Das war meine erste so richtige Actionfilm-Erfahrung mit auch so ein bisschen Kampfszenen und so.
Da hat auch der Martin Oberhauser mitgespielt, den du vielleicht kennen könntest. Mhm. Und ja, aber da würde ich gerne auf jeden Fall noch mehr machen, so Action-Sachen. Aber ich glaube, so, wo ich wirklich zu Hause sein werde, wenn das so weitergeht, wird schon die Komödie sein. So. Ich liebe es, weil es spricht mir so aus der Seele. Ich bin ja keine Schauspielerin, aber das denke ich mir auch ganz oft. Ne? Ich kann ja so gut über mich selber lachen und bin so in dem Bereich, fühle ich mich wohl. Aber manchmal denke ich mir so eine Lara Croft, die da irgendwie alle, ja. alle irgendwie mit ihren Kicks, aber anyway, ich rufe mal Tom Cruise an, wenn er demnächst mal wieder in Wien dreht und sich von der Oper abseilen lässt. You ja, are the man. Ich glaube, das wirklich Perfekte wäre diese Mischung aus Action und Comedy. Dieses sich selber nicht zu ernst nehmen, aber dann doch so voll die krassen Action-Szenen zu haben, aber dann irgendwie trotzdem voll so verkacken und so auf eine lustige, so Hancock-mäßig, wenn du kennst mit Wilson. Ja, Hancock. Und dann fällt mir ein, da gibt es doch auch einen Film mit Adam Sandler, wo der irgendwie leg dich nicht mit Sohan an. Oh ja. Das ist auch so ein crazy Film. Voll. Oder James Franco, glaube ich, heißt der macht auch immer so diese Mischung aus so kompletten Bullshit und voll ernst gemeintem Action-Scheiß. Also das, ich glaube, das wäre so das absolute am Zenit irgendwie. Ich habe ja immer so ein goldenes Buch, ne, wo viele gar nicht wissen, was ich da reinschreibe. Ist notiert, ist im goldenen Buch drin, Micha. Tom Cruise, James Franco haben wir in diese Richtung gehen wir. Jetzt hast du von dir aus gerade schon TikTok angesprochen. Du bist einer der wenigen, sage ich jetzt mal, die sehr, sehr früh TikTok für sich entdeckt haben und auch sehr viele Follower auf TikTok haben. Ja. Und wie ist da aktuell der, also wie bist du überhaupt auf TikTok gekommen? Weil wie gesagt, du bist vor der Pandemie sogar schon mit 100.000 in Köln, das weiß ich tatsächlich von Instagram, heimlicher Stalker, auf Instagram in Köln auf den Straßen angesprochen. Ja, voll, ja, das war verrückt, ja. Nee, das war, glaube ich, gerade der Peak damals, weil da einfach die Videos teilweise Millionen Aufrufe hatte. Und ich dort rumgegangen bin und dann Leute wirklich gesagt haben, ich meine, in Wien war das dann schon fast so normal, da war so, hey, bist du der von TikTok? Die Kinder haben mich sehr oft gefragt, aber dass ich in Köln dann in der Altstadt rumgegangen bin und dort auch die Kinder da waren, das war auch echt krass, da habe ich erst verstanden, wie weit das gegangen ist. Aber ja, das war eben vor 2 Jahren, das hat sich jetzt auch ein bisschen gelegt. Also ich bin nicht mehr so aktuell und so der gehypte TikToker wie damals, muss man auch ehrlich sagen. Hat auch damit zu tun, dass ich einfach viele Pausen hatte, wo ich gepostet habe über Wochen, über Monate und einfach auch teilweise Motivationslöcher hatte. Mhm. Genau, das hat sich einfach ein bisschen wieder reduziert, aber nichtsdestotrotz, TikTok hat mir sau viele Türen geöffnet. Ja, da gibt es eine ganz lustige Anekdote. Ich weiß, ich habe gerade ein Interview gehabt, paar Tage vor dem ersten Lockdown. Und du hast auf meine Insta-Story reagiert und wir kannten uns nicht. Und dann habe ich mir gedacht, sau cooler Typ. Du so, ja, wegen hast du mal Bock, mit mir auch ein Interview zu machen? Stimmt. Und ich saß gerade im Auto irgendwo am Ring. Ja, mit Samira war das. Ich fand das so cool. Genau, du hast das mit Samira Dadashi gesehen und in dem Moment saß ich im Auto mit Aladdin, dem Comedian. Ah ja, voll cool. Und war so, und dann bin ich heimgekommen und habe dann einfach nur so erzählt, ein Hisham hat mir geschrieben und ich war wirklich totally naiv und habe überhaupt nicht gewusst, wer du bist und habe dann nur so, ein Hisham hat mir geschrieben. Und dann so, Hisham? Der TikToker? Der Farid Bang? Und ach Gott. Ich so, kennt man den? Ja, klar. Also du hast dann gemerkt, dass zu Hause die Generation TikTok dich kannten, dich gefeiert haben, das immer noch wirklich tun. Und dann habe ich erstmal, ne, ich meine, ich habe mir TikTok erst vor 2 Monaten runtergeladen, weil ich damit überhaupt keine Überschneidungspunkte hatte bis dato. Aber was ich sagen will ist, das ist genau das, was du sagst. Da war so dieser Peak und da haben dich die Leute erkannt und du sagst, jetzt hat es abgenommen. Das liegt ja wahrscheinlich so daran, wie du sagst, Motivationslöcher, nicht regelmäßig gepostet. Und das ist ja eigentlich the secret of the success, die Regelmäßigkeit. Du sagst es. So ist es. Also das ist auch einfach, ich war einfach sehr verwöhnt damals vor 2 Jahren, weil ich habe halt aus dem Nichts Videos gemacht und habe in kürzester Zeit sehr, sehr viele Follower und sehr viele Views bekommen. Und da war dann einfach ein TikTok, was mal nur 100.000 Aufrufe hatte oder nur 50.000 Aufrufe, war halt so, ja, okay,
das ist jetzt irgendwie, was ist jetzt passiert, warum hat das nicht mehr 800.000 Aufrufe oder 1 Million Aufrufe oder so. Und das hat halt damals begonnen bei mir einfach, die Motivation hat einfach nachgelassen. Jetzt eben denke ich mir, scheiße, das waren auch noch echt viele Aufrufe, auch dann. Und das ist ganz, das ist, glaube ich, bei jeder Person, die irgendwie im öffentlichen Leben was macht, so, dass du halt mal eine hohe Kurve hast und dann wieder niedrig und dann kommt die vielleicht auch wieder, aber ich habe halt gar nicht gewusst, wie man damit umgeht und ich habe das als Hobby gesehen. Heute wüsste ich, dass wenn es runtergeht, dann musst du dich davon nicht gleich beeinflussen lassen und gleich glauben, jetzt ist der Erfolg wieder weg und so. Das habe ich halt damals gleich gedacht. Ich dachte, jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich auch irgendwie keinen Bock mehr, wenn nicht so viele Likes und Views und so da sind. Und ja, das war einfach mir auch eine Lehre, dass, wie du sagst, Success ist einfach, egal ob jetzt im Social-Media-Bereich oder generell, man muss halt dranbleiben, ja. Auch wenn es mal unangenehmer ist und auch wenn es mal nicht so gut läuft. Ja. Das hat mir tatsächlich mal zu meiner Münchner Zeit ein Fußballer gesagt. Er hat gesagt, Talent ist das eine, aber das kontinuierliche, ja. Also das Training und am Ball bleiben ist eigentlich die Miete oder die ganze Miete, weil ja. Talent allein bringt dich nicht weiter und das ist genau der Punkt, also an etwas wirklich kontinuierlich dran zu bleiben, fällt den meisten Menschen schwer und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wir Künstler, die ja davon leben, ein gewisses Feedback von Zuschauern, Zuhörern, Zusehern zu bekommen. Wenn das natürlich wegfällt, glaubt man gleich, man hat da irgendwas falsch gemacht. Ja. Wird man jetzt nicht mehr honoriert, anerkannt oder man ist jetzt auf dem Holzweg. Deswegen, ich kann das sehr gut verstehen, wenn man dann so die Flinte ins Korn wirft, wobei das eigentlich nur so eine temporäre Phase ist. Ne? Das, ja, es ist halt wirklich so. Ja, es ist eben jetzt, weil du sagst, wenn dann dieses Publikum wegfällt, es war ja nicht einmal so. Also ich hatte immer noch eigentlich viele Leute, aber ich war so verwöhnt von diesem anfänglichen Hype, dass ich einfach, wie du sagst, die Flinte ins Korn geworfen habe und dann jetzt vor einigen Monaten wieder gesagt habe, ich möchte es eigentlich nicht loslassen. Ich war dann kurz so, soll ich vielleicht einfach komplett aufhören damit, weil irgendwie es macht keinen Spaß mehr und dann habe ich einfach wieder versucht, ganz andere Sachen auszuprobieren, die einfach auch mir Spaß machen, weil ich habe viel dann nur noch darauf geschaut, so was macht jetzt wieder diesen Erfolg, wie kann ich wieder so viele Likes und Views wie damals haben und das hat halt genau das Gegenteil bewirkt, es ist noch weniger geworden und es hat noch mehr irgendwie ist gescheitert und jetzt habe ich wieder angefangen einfach das zu machen, worauf ich Bock habe, was auch mal was ganz anderes war und da habe ich dann schon wieder gesehen, da kommt das Ganze dann auch wieder und wie du schon gesagt hast, man muss einfach weitermachen, das ist das Geheimnis von Erfolg und wenn man das nicht. Ich habe es jetzt schon mal erlebt, so ein Hype und dafür bin ich dankbar, weil ich jetzt einfach diese Erfahrung gemacht habe und wenn wieder ein Hype kommen sollte, werde ich mich auch nicht im Positiven so krass vereinnahmen lassen. Also das Negative und das Positive, finde ich, ist toxisch. Wenn du merkst, jetzt kommen ganz viele Leute und wollen alles von dir, das war ja damals auch eben mit TikTok und DSDS und dieser anderen Reality-Show, war das dann kurzzeitig so, dass eben alle irgendwie interessiert waren oder viele, jetzt nicht alle, ich war jetzt auch nicht der Weltstar, aber ich war einfach kurzzeitig sehr interessant für Medien und da habe ich mir einfach auch zum Ziel gesetzt, wenn dieser Hype wiederkommen sollte, dass ich den trotzdem auch nicht so an mich ranlasse und mir bewusst bin, dass das auch wieder ein Ende haben wird und auch wenn es ein Ende hat, das dann auch nicht so an sich ranzulassen, sondern dass man mehr einfach versucht, irgendwie so stoisch ein bisschen zu sein. Ich habe da auch so einen unglaublich geilen Spruch mitbekommen von auch so einem coolen Podcast wie deinem, der heißt, if you can meet with triumph and disaster and treat those both imposters just the same. Also wenn du quasi Erfolg und Misserfolg als die beiden Betrüger entlarven kannst, die sie sind, dann hast du es verstanden und das versuche ich halt ein bisschen in mein Leben zu integrieren jetzt. Das ist so ein, also ich habe dich jetzt einfach nur reden lassen und habe dir zugehört, weil es ist einfach, du bringst es auf den Punkt, egal ob der Hype da ist, der Erfolg, ja, von dem man weiß, also Erfolg hält ja nicht ewig. Es ist, wie du gesagt hast, es ist ja immer so eine Auf- und Abwärtskurve, dass man alles immer ganz objektiv betrachtet. Es ist ja, wissen wir ja, ne? Hast du was, bist du was? Ist egal, ob du jetzt im Lotto gewinnst oder gerade der Oscar-Gewinner oder sonstiges.
in der Sekunde, in der halt, oder Weltmeister im Fußball, in 4 Jahren kommt ein neuer Weltmeister, DSDS-Gewinner, nächstes Jahr ist es ein anderer, ja, weiß ich nicht, so eine Misswahl, es ist immer nur eine temporäre Phase. Fakt ist, das Beste ist, so, du machst wirklich so viel wie möglich daraus, ohne dich auf diesem Erfolg auszuruhen, wohl wissend aber, dass es morgen auch schon wieder vorbei sein kann. Und die ganzen Menschen, das kennt jeder Künstler, die ganzen Menschen, die dann kommen und so applaudieren und wie toll du bist und wir machen was, die sind morgen definitiv nicht mehr da. Ne? Das ist, muss man sich auch mal ganz klar vor Augen führen. Und deswegen finde ich das ganz gut manchmal, dass man, also was heißt manchmal, ich finde es ganz gut, dass man fällt. Absolut. Das Fallen und das Fallen und die Niederlagen sind unfassbar wichtig, um zu wachsen und zu wissen, wie man es das nächste Mal besser macht oder um daraus zu lernen. Und das ist im ersten Moment vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, weil sie dann einfach nur die Niederlage sehen oder jetzt bin ich halt nicht weitergekommen. Aber am Ende des Tages ist es genau das, was dich wachsen lässt. Und das höre ich halt jetzt raus. Ne? So 2 Jahre später höre ich bei dir so, hätte ich mal dran festgehalten. Aber gleichzeitig ist es so, dass du sagst, ja, und ich merke jetzt, ich will da anknüpfen, aber irgendwie funktioniert es nicht, weil ich bin da schon wieder drüber, also hinausgewachsen oder das Publikum ist jetzt schon wieder was anderes oder ein anderes. Und jetzt mache ich das, worauf ich Bock habe. Das ist natürlich auch eine wahnsinnige Entwicklung zu sagen, ich mache das, worauf ich Bock habe. Nicht das, worauf ihr Bock habt. Wenn es dann erfolgreich ist und ihr das gut findet und ihr das feiert, dann ist das perfekt. Und wenn nicht, dann weiß ich aber wenigstens, ich bin mit mir im kompletten Reinen. Absolut, ja. Absolut. Es ist, wie du sagst, beides ist sowohl das Negative, also dieser Negative, dieses Versagen, als auch der Gewinn. Man muss ja auch nicht, wenn man jetzt einen Hype hat oder Erfolg, sich die ganze Zeit denken, es wird vorbei sein. Man soll sich freuen und da reingehen, aber man sollte sich meiner Meinung nach nicht zu sehr damit identifizieren, weil wenn das dann weg ist, dann fühlst du dich so, als hättest du keine Identität mehr. Ganz genau. Wenn du das einfach sehen kannst als etwas, was halt weg von dir ist und egal, ob das jetzt hier oben ist oder da unten, es ist weg von dir, dann kann man und es braucht auch das Negative. Es gibt das Obere sowieso nicht ohne das Untere. Also es geht nicht. Wir wollen immer auf der Sonnenseite leben heutzutage und es geht nicht. Das geht nicht. Du musst beides. Da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, wo viel Sonne ist, so viel Schatten. Ne? Also das ist ja genau der Punkt. Du kannst den Erfolg haben und hast dann aber vielleicht noch mehr Hater. Das ist aber ganz interessant, wenn wir über Authentizität reden. Ich habe schon mal mit dem einen oder anderen Musiker gesprochen, der zum Beispiel mit dem Eurovision Song Contest antreten sollte. Ja. War jetzt nicht nur einmal, aber einer ist mir ganz extrem in Erinnerung geblieben, der erzählt hat, er sollte antreten, aber mit einem Song, der nicht von ihm geschrieben wurde. Und er ist Singer-Songwriter und er hat sich dagegen entschieden. Und natürlich war von uns im ersten Moment so die Frage, warum? Es ist deine Chance, du kannst brillieren, du kannst dich zeigen, du kannst auf die große Bühne. Und er hat gesagt, nee, weil ich möchte mit meinem Song antreten, weil dann weiß ich, es ist 100%, die ich da gebe. Und wenn ich es aber mit einem Song von jemand anderem nicht schaffe, dann kann es aber sein, dass ich dann ewig denke, es lag an dem Song. Ich habe eine gute Performance. Und wenn ich aber mit meinem eigenen Song antrete und es dann nicht schaffe, dann weiß ich, ich habe versagt. Und das merke ich bei ganz vielen Künstlern, die einfach sagen, ey, und das wird immer mehr, die jetzt einfach nur noch sagen, ich will jetzt nicht mehr so Boyband-mäßig wie in den 90ern vorgeschrieben bekommen, sondern ich will echt ein Individuum sein. Und dann ist der Weg vielleicht länger und steiniger, aber dann gehe ich den. Aber dann weiß ich, dass ich meine Identität nicht verliere. Und auch wichtig ist, dass, was du gesagt hast, ist, sich nicht über einen Job oder über den Erfolg zu definieren. Ja, das vergessen ganz, ganz viele Menschen, ne? Weil die nehmen jetzt den Hype mit und denken, ah, das bin ich. Ja. Aber wir wissen ja alle, TikTok und überhaupt Social Media ist ja nicht das wahre Leben. Ja, natürlich nicht. Ne? In der Sekunde, in der, also du kannst jetzt hier in die Kamera fröhlich lächelnd deine TikToks abspielen, zum Beispiel, und dann machst du aus und verkriechst dich in dein Schlafzimmer und sagst, ich habe überhaupt gar keine Freunde. Na, voll.
Und das finde ich ist halt das auf der einen Seite das Gefährliche, aber das andere, das muss einem bewusst sein. Das muss einem ziemlich bewusst sein, dass das nicht real life ist. Absolut. Das kann ich dir nur beistimmen. Aber das ist eben etwas, was ich zumindest erst mal lernen musste, weil ich mich eben vor 2 Jahren sehr stark darüber definiert habe und identifiziert habe mit diesen äußeren Dingen. Und deswegen war dann auch eine Krise da, weil ich die äußeren Dinge, weil die dann verflogen sind und ich dann nicht mehr wusste, hä, was habe ich jetzt, wer bin ich jetzt, was, ja. Und das war einfach ein Prozess und ich bin jetzt dankbar dafür. Und deswegen ist auch wieder dieses Negative etwas, was unbedingt da sein musste, weil sonst hätte ich diese Erkenntnis nicht gemacht. Ja, es also ich kann das auch immer nur so meinem jüngeren Ich mitgeben, dass ich sage, das ist gut, fall doch nochmal hin. Sondern ich meine, keiner will hinfallen, aber fall doch nochmal hin und dann lernst du daraus oder dann wächst du. Oder auch wenn du es im ersten Moment nicht siehst, aber es ist genau das. Und wenn du jetzt nach 2 Jahren sagst, ich gehe das wieder an, aber anders, dann hast du eigentlich echt auf ganzer Strecke gewonnen. Ja, voll. Es ist wahrscheinlich von außen betrachtet, wird jetzt niemand ganz, ganz große Unterschiede zu meinem Auftreten oder meinen Videos auf TikTok oder so bemerken, aber innerlich hat sich da halt extrem viel verändert und das ist das, was zählt, weil das, ja, nach außen merkt man das jetzt nicht, glaube ich zumindest merkt man das jetzt nicht so stark, dass sich der Content jetzt unglaublich verändert hat, weil am Anfang habe ich ja auch das gemacht, was ich wollte und dann habe ich angefangen zu sehen, ah, was funktioniert und so und auf eine gewisse Weise muss man auch ein bisschen schauen und bin man ja auch und so, also ich finde schon, man kann auch schauen, was gefällt denen und was gefällt mir und so, aber jetzt habe ich einfach wieder diesen Cut gemacht und gesagt, hey, es gibt gerade sowieso nicht so viele Views auf die Sachen, deswegen hör auch irgendwas zu machen, was du glaubst, was gut ankommt und ab dem Moment waren dann wieder auch mehr Aufmerksamkeit auf den Videos und ja, so. Darf ich mal fragen, so für die Zuschauer oder Zuhörer, die nicht wissen, was du TikTok-mäßig machst, in welche Richtung geht's bei dir? Also auf jeden Fall Comedy und am Anfang war das halt viel, also diese Bekanntheit habe ich mit diesen anderen Länder, andere Lachen Videos bekommen und andere Länder machen dies und machen das, also die Marokkaner lachen so, die Deutschen lachen so, die Spanier lachen so und die Marokkaner schlagen so und die Deutschen schlagen so, also alles so auf Nationalitäten und halt. Wie lachen die Marokkaner? Die Marokkaner lachen so. Siehst du? Genau so. Approved, okay. Wie lachen die Deutschen? Die Deutschen lachen. Ja. Aber es hat wirklich viel Stereotypen und so. Also es ist komplett rassistisch, aber es ist, alle sollen auf den Arm genommen werden. Also, weil ich habe da auch ein bisschen die Hates bekommen, so, also ein bisschen halt, dass ich halt jetzt da so rassistisch bin und irgendwie sage, die lachen so und so und das stimmt ja gar nicht und das stimmt ja auch nicht in jedem Fall, aber es wird halt mit Stereotypen gespielt und es werden alle auf den Arm genommen und damit nehme ich mir jetzt raus, dass ich das darf. Ich wollte gerade sagen, da sind wir ja wieder bei dem Bereich Comedy, ne? Also ich meine, man tut ja niemandem was und merkst ja, wie ansteckend das ist, wenn man anfängt zu lachen. Dann lacht irgendwie automatisch jeder und irgendwie kann das jeder, irgendwie hat so eine Assoziation, oh ja, das kenne ich, diese Lache. Oder, also von daher, no offense an diejenigen, die sich irgendwie angesprochen gefühlt haben. Nein, gar nicht. Kann man doch tatsächlich, also ich glaube, da gibt es härtere Art von Comedy oder Satire oder so. Und ja. Ich glaube, in dem Bereich ist das absolut legitim. Und wo gehst du jetzt zurück? Und du hast aber noch eine. Du hast aber, apropos, weil wir jetzt schon bei Marokkanisch sind, du hast auch noch jemanden ganz speziellen am Schirm gehabt. Ach so, Farid Bang, meinst du? Ja, der Farid, ja, das ist damals unglaublich gut angekommen, diese Imitationen von Farid Bang. Heute mache ich das nicht mehr, aber damals gab es eine Zeit, da haben das die Leute einfach unglaublich gefeiert, dass ich Farid eben so gut nachmachen kann, obwohl es auch wirklich eigentlich gar nicht so richtig Farid Bang ist, sondern es ist einfach eine übertriebene Darstellung von Farid Bang so. Aber witzigerweise erkennt man Farid Bang, sorry, ne? Ja. Erkennt man Farid Bang tatsächlich darin gut wieder. Also wenn du dann anfängst zu reden, dann denke ich, hä?
Es ist zwar wirklich, wie du sagst, so übertrieben und überspitzt und so ein bisschen in die Länge, so, aber du denkst dir so, Farid? Ja, nee, aber ich habe jetzt auch wirklich gute Farid Bang-Imitatoren noch gesehen in den letzten eineinhalb Jahren auf YouTube und auch auf TikTok. Und die, muss ich sagen, die haben das wirklich nochmal sehr viel realitätsnah gemacht, weil wenn der redet ja nur, wenn er so rappt, so mit dieser krassen asozialen Stimme, aber wenn der ja normal redet, dann redet der trotzdem anders. Und da habe ich echt noch zwei, glaube ich, gesehen, die das richtig gut gemacht haben, ja. Und da Entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen. Die können das, ich überlasse das denen, das ist irgendwie besser. Okay, also ich überlasse denen das Feld, Farid gehört euch. Ja, nee, das aber ist, ja. Aber ich bin der Meinung, wir müssen es auf jeden Fall noch schaffen, dass Farid noch von dir Kenntnis nimmt, weil du hast damit wirklich, wirklich ganz, ganz viele Menschen zum Lachen gebracht. Ja, wirklich. Ja, voll. Und wo geht der Content jetzt hin? Also in welche Richtung bewegst du dich jetzt? Jetzt ist es sehr viel künstlerischer. Also jetzt mache ich sehr viel mit Schnitt und nehme die Videos auch wirklich am Handy auf und tue die auf den Computer und schneide wirklich wie ein Kranker. Also das ist nicht mehr, damals habe ich das alles in der TikTok-App selber gemacht und das war sehr trashy. Und jetzt ist das halt schon sehr mit Hintergrundmusik und Soundeffekt und ganz schnellen Schnitten und sehr viel mehr Sketches, also viel mehr meine schauspielerische Seite eigentlich und nicht mehr nur dieser Comedy, der halt einfach eben Länder und Nationalitäten verarscht, sondern wirklich so Stories. Also zum Beispiel habe ich jetzt, tue ich viel so im Himmel, tue ich Gott und irgendwie so wie irgendeine berühmte Persönlichkeit zu Gott kommt oder zu den Engeln in den Himmel und dann irgendwie, dann gibt es irgendeine Diskussion. Vor kurzem habe ich noch, bevor ich wusste, dass leider Gottes ein Krieg jetzt in der Ukraine ausgebrochen ist, habe ich Putin in den Himmel geschickt, der jetzt halt gestorben ist und dann in den Himmel versucht zu kommen und Gott will ihn halt nicht, also der Engel Gabriel will ihn nicht in den Himmel lassen und dann ruft er bei Gott an und sagt, soll ich Putin reinlassen? Und dann sagt Gott so, nein, bitte lass ihn einfach reinlassen, bitte rein. Also so auf einfach auf blödsinnige Comedy. Und das ist gerade so mein Format, so im Himmel oder in der Hölle oder eben auch andere Sketches, einfach so Comedy-Sketches. Ich sehe die nächste Hate-Welle und den nächsten Shitstorm auf dich zurollen. Ja, und zwar geht es gerade nicht um Putin, sondern ich sehe Blasphemie. Ja, absolut. Nee, ich habe da eher auch auf das Video, es hatte viele Aufrufe, aber es gab auch viele Leute, die gesagt haben, wie kannst du Gott verarschen, wie kannst du jetzt den Krieg und das Ganze, darüber macht man keine Witze. Aber ich finde, ich habe keine Grenze überschritten. Man kann sich das Video auch gerne auf meinem Kanal anschauen. Es ist halt blödsinnige Comedy. Aber ich finde, das muss gerade in solchen Zeiten, muss man das mit, oder ich muss das mit Humor und will das mit Humor verarbeiten und will mir dann nicht sagen lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich finde auch, ich habe keine Grenze überschritten. Also da gibt es echt noch viel krassere Satire. Damals die Charlie, diese islamistischen Karikaturen und so, das ist ja ein ganz anderes Level gewesen. So weit bin ich ja nie gegangen oder gehe ich auch nicht. Und da möchte ich auch einfach mir die künstlerische Freiheit rausnehmen, dass ich das machen kann. Das klingt absolut reflektiert und absolut wissend, in welche Richtung du gehst. Und wie gesagt, du machst das auf eine humoristische Art und Weise. Aber die Frage, die ich wirklich eingangs stellen wollte oder gestellt habe, ist, wie bist du eigentlich auf TikTok gekommen? Weil so bekannt war das in Österreich, Deutschland eigentlich noch gar nicht. Das stimmt, ja. Ich bin eigentlich wirklich durch Gary V, wenn du den kennst. Gary Vaynerchuk, das ist so ein Social-Media-Guru. Und der hat halt, ich habe halt einfach viel von dem Content konsumiert, den er gemacht hat. Und er hat einfach schon vor, der ist so ein Typ, der prophezeit irgendwie immer die nächsten Hypes. Und ich habe da schon viel über TikTok einfach erfahren und dass das nächste Ding sein wird. Und dann habe ich es halt einfach wirklich auch aus dem Grund ausprobiert und habe auch schon vor 4 Jahren Musical.ly gehabt. Ich war immer am neuesten Stand, was Social Media angeht. Ich habe das immer gleich alles ausprobiert und habe damals Musical.lys gemacht, vielleicht 7, 8 Videos, jetzt nicht viel, habe es dann gelassen für Jahre und dann hat sich die App eben auf TikTok umbenannt und dann habe ich es wieder versucht, habe nochmal 2, 3 Videos gemacht, die nicht jetzt voll angekommen sind und dann habe ich so ein Video gemacht, so ein Trend, in so einen TikTok-Trend und dann bin ich am Abend in die App und habe gesehen, ich habe einfach 600 neue Follower und dann war ich so, okay, what the fuck, und ja, so hat sich das, so ist das dann gekommen, ja.
Und bist du überhaupt noch so auf Instagram unterwegs oder bist du jetzt mehr so auf TikTok spezialisiert, sage ich schon fast? Ich spezialisiert wahrscheinlich schon, weil dort einfach viele Leute sind und da mich auch einfach noch heute einige Firmen und Unternehmen anschreiben diesbezüglich, weil die Dinge von mir wollen. Und ich habe auch für die Stadt Wien jetzt für 3 Monate lang einen Kanal aufgebaut, der hieß oder heißt Fuck Corona, wo wir halt Aufklärungen bezüglich Corona und bezüglich Impfen gemacht haben, einfach viele Impfmythen aufgeklärt haben. Und die wollten eben, dass ich da den Kanal mit aufbaue. Also würde ich sagen, TikTok ist schon mein Gebiet, aber ich bin privat natürlich auch auf Instagram und als Künstler ist Instagram immer noch eine relevante Plattform, weil ich nehme an, dass es in den nächsten Jahren weniger relevant wird wie Facebook, aber es ist immer noch eine Plattform, wo man auf jeden Fall Content bringt und der auf jeden Fall auch einfach so ein bisschen eine Visitenkarte für uns alle ist. Ja, nicht nur Künstler, für uns alle irgendwie so. Ja. Und jetzt ist es ja so, Musik, jetzt bist du bei Starmania, das hatten wir ja eingangs besprochen. Wann können wir wieder mit neuer Musik von dir rechnen? Ist da schon was geplant? Also es ist auf jeden Fall was geplant. Es sind schon 6, 7 Lieder fast fertig, die ich auf jeden Fall schon so lange Bock habe, eben endlich mal rauszuhauen. Und ich werde das jetzt auch ein bisschen abhängig machen von Stamenia. Also wenn es halt weitergeht dort, dann werde ich natürlich noch ein bisschen warten und das Ganze noch ein bisschen versuchen vorzubereiten. Und wenn das halt eher ein schnelleres Ende nimmt, werde ich auch noch mehr vorbereiten müssen, aber dann werde ich mir eine andere Strategie überlegen. Also es sind 7 Songs, die ich auf jeden Fall raushauen will und dafür werden aber noch Musikvideos gemacht und ich möchte das Ganze auch ein bisschen professioneller als früher angehen, wo man einfach mal rausgehauen hat und einfach mal auf Instagram eine Story gemacht hat und gesagt hat, Leute, ladet euch das Ding runter. Also ich versuche das jetzt schon auch mit ein bisschen professionellere Promotion und solchen Sachen zu machen, dass der Song vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Chancen hat, gehört zu werden von einem größeren Publikum, weil es gehört einfach wirklich heutzutage nicht nur ein guter Song dazu, sondern auch einfach ein Team im Hintergrund und eine Promotion, weil der Song kann wirklich geil sein, aber du brauchst einfach Leute, die dich da auch noch ein bisschen pushen und das ist jetzt so der Plan. Aber es soll auf jeden Fall dieses Jahr endlich mal wieder was Musikalisches, Ernstzunehmendes von mir geben. Marketing ist Key, sage ich dazu nur, ne? Also Ja. kannst der, es ist leider so, kannst der beste Künstler sein, wenn keiner von dir Notiz nimmt, Ja. dann passiert auch nichts. Aber obwohl, dein Song, da gibt es ja jetzt verschiedene Ansätze, dein Song Wien, du bist ja Wahlwiener und hast jetzt quasi einen Song für diese wunderschöne Stadt geschrieben. Wie Ja. bist du dazu gekommen? Das ist einfach in einer Nacht mit Gabriel Gebert, meinem Produzenten, ist das entstanden. Das war auch einfach, das ist einfach passiert. Der Song haben wir, glaube ich, in 5 Stunden oder so ist er eigentlich fast fertig gewesen. Die zweite Strophe habe ich noch nicht geschrieben, aber das Grundgerüst und die erste Strophe und der Refrain ist irgendwie in ganz kurzer Zeit passiert. Und ja, also da konnte ich gar nicht irgendwie, da konnte ich gar nicht viel planen oder so. Das ist einfach passiert und hat dann auch für meine Verhältnisse recht viele Leute doch erreicht und hat doch ein bisschen was gebracht. Ist auch in den iTunes-Charts damals in den österreichischen gewesen, auf Platz 19. Und das war, ist jetzt nicht eine Riesensache, aber es ist für mich was trotzdem ein Meilenstein, das überhaupt mal zu schaffen in so iTunes-Charts. Und ja, nee, also das ist einfach passiert. Darf ich dir mal so ein direktes Feedback geben zu dem Song Wien? Ich bin ja auch Wahlwienerin. Ja. Und wenn ich abends, und das ist egal, ob Sommer oder Winter, über den Ring fahre, und zwar Höhe Rathaus und dann Richtung Schwedenplatz, und ich höre diesen Song Wien von dir, das gibt mir so ein Freiheitsgefühl. Ich kann das nicht in Worte fassen. Das ist so ein schönes Gefühl. Das ist wirklich ein Gefühl von Zuhause, von Heimat. Und Das. das hatte ich das letzte, also das habe ich in zwei Städten noch. Das habe ich in Köln. Wenn ich den Kölner Dom sehe, dann habe ich das Gefühl, ich bin zu Hause. Und ich habe das in München beim Friedensengel. Wenn du Ja. da runterfährst, Bogenhausen und Richtung City willst, das war immer für mich, wenn ich diese Dinge gesehen habe, war das für mich Freiheit. Und bei dir ist das aber,
der Ring quasi Rathaus und dann in Kombination mit diesem Song ist ein Freiheitsgefühl. Ich kann das echt nicht anders sagen. Und wenn du die Musik aufdrehst und einfach mitgehst, das ist... krass. Ich schaue auf Wien und da musst du nicht von oben drauf schauen. Für mich ist das so, ich schaue auf Wien und ich sehe diese Bauwerke, ich sehe das Rathaus, ich sehe Café Landmann, ich sehe die verschiedenen Sachen, die so zu Wien gehören und denke mir, ja, hier bin ich zu Hause, hier bin ich richtig. Krass, das ist echt eines der schönsten Komplimente, die ich je gehört habe zu dem Song, wirklich. Das ist für mich und für alle, die Musik machen, glaube ich, auch einfach etwas vom Schönsten, wenn man sowas hört und wenn man wirklich hört, hey, der Song löst halt wirklich Emotionen bei dir aus. Ich bin immer so nah am Wasser gebaut, also ich darf das gar nicht so, ne? Aber es ist wirklich so und gerade wenn du dich für eine Stadt entscheidest, ja, wo eben du keine Family hast und kein Netzwerk, ne? du gehst jetzt einfach random in diese Stadt, ja, und baust dir so peu à peu was auf, was ja nicht einfach ist, ne? Aber und dann irgendwann es zu schaffen, wirklich da abends vorbeizufahren, Fenster runter einzuatmen und diesen Song zu hören, das löst bei mir wirklich wahnsinnige Emotionen aus. Also, dass ich jetzt schon wieder fast heulen könnte. Jetzt wird irgendwie jemand runter kommentieren, die Heulsuse soll aufhören. Aber es ist einfach so. Und mir ist das immer so wichtig, das auch zu sagen, dem anderen auch das mitzuteilen, was es in einem auslöst. Ich weiß nicht, was es hier daheim bei den anderen auslöst, aber für mich ist es so, dass ich einfach sage, ja, es macht das Ganze so komplett. Und das ist total schön. Das ist unglaublich schön. Das freut mich zutiefst, wirklich. Und deswegen weißt du ja, dass ich ganz oft, wenn ich da an der Urania oder so vorbeifahre und ein Foto mache, deinen Song dann auf Instagram drunter lege, weil es was ganz Persönliches und Tiefes ausdrückt. Und ich bin ja keine Musikerin. Ich bin halt einfach nur jemand, der das konsumiert und damit was verbindet. Und zwar Trennungen, hast du ja spezielle Lieder, fröhliche Geschichten und so. Aber du kramst dann manchmal so, weiß ja jeder, kramst so einen Song raus und denkst dir, Sommer 2006, wow, und hast diese Erinnerung. Und bei mir ist das genauso, wenn ich deinen Song höre, wenn ich eben nicht im Auto bin, sondern daheim oder so, und ich höre den, dann habe ich direkt Wien. Ja. Und diese verschiedenen, verschiedenen Stationen. Und das ist total schön, aber... das war jetzt nur so kurz ein Monolog von meiner Seite. Nee, das ist echt, das ist Musik in meinen Ohren, das ist wirklich... Und umso schlimmer fand ich es halt, dass es halt bei DSDS nicht geklappt hat. Aber anyway, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ja, nee. Aber ganz kurz noch zu dem Song. Du hast es, also erklär mir, das ist das Fake oder ist das richtig? Dein Song Wien hat es zu Friends geschafft. Ist das richtig? Zu Friends? Ach so, du meinst diese, nein. Die Serie, ist das fake oder wie? Oder was? Geehrt, ich fühle mich sehr geehrt, dass du das geglaubt hast. Nee, das ist so eine, das war irgendeine App, die, wo Friends, wo du halt einen x-beliebigen Song hochladen konntest und bei Friends das dann so abgespielt wurde. Das war so ein Gift, das war so ein, irgendein Tool, wo du halt egal welchen Song reinhauen konntest. Ja, aber ich freue mich trotzdem überhaupt, dass du es geglaubt hast. Also ich dachte, dass das eh klar war, weil das war so ein, das haben dann viele Künstler auch gemacht mit ihrem Song und dann den einfach so abgespielt. Aber nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt vor unserem Interview recherchiert und dann ist das aufgeploppt. Wien hieß schon Friends. Und für die Zuhörer oder Zuseher muss ich das erklären. Friends, die Serie mit Jennifer Aniston. Und dann gibt es halt auf Facebook, aber ich habe es jetzt einfach im Internet gefunden, auf YouTube, einen Filmausschnitt oder einen Ausschnitt aus der Serie von Friends eben, wo die drei Herren damit so einem kleinen Affen zugange sind und der Affe drückt irgendwie auf die Stereoanlage und es kommt dein Song und die bewegen sich in diesem, also gefühlt, genau zu dem Rhythmus und jetzt habe ich echt gedacht, Witz. Hello, Hollywood is calling. Ja, nee, das wäre schon krass. Nee, zu Hollywood hat es noch nicht geschafft, Wien, aber mal sehen. Ich schreibe auf, Jennifer Aniston. Ein goldenes. Danke, Nora. Ich denke an dich, wenn es soweit ist. Nee, aber du,
Und an die marokkanische und arabische Familie. Ja, absolut, absolut. 273.000, die noch warten in der Schlange. Ich darf das, ich darf das, bevor jetzt irgendein Shitstorm kommt. Ja, ich darf das. Darfst du wirklich. Weil meine Familie aus 267.364 Millionen Menschen besteht. Marokkanische Familie halt. Großfamilie. Ja. Also definiere groß, dann sagst du einfach nur marokkanische Familie. But, marokkanische Familie, da möchte ich gerne noch ganz kurz angeben. Ich weiß nicht mal, wie lange wir schon sprechen, aber es ist wirklich Wahnsinn. Da möchte ich noch ganz kurz anknüpfen. Du hast ja marokkanische Wurzeln, du hast eine deutsche Mutter oder schweizerische Mutter. Schweiz, Österreich, alles vermischt. Genau, alles in einem Pott und hast dich aber für Wien entschieden. Wieso hat es dich gerade nach Wien verschlagen? Ganz pragmatisch, weil ich eben durch meine Mutter den österreichischen Pass schon hatte. Und wir haben zwar in Deutschland auch nach Musical-Schulen gesucht, weil ich wollte eben eine Musical-Ausbildung machen und haben einfach gesehen, in Wien gibt es auch coole Musical-Schulen. Das gibt es eben in der Schweiz, wo ich aufgewachsen bin, nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, es macht am meisten Sinn, da ich eh Staatsbürger von Österreich bin, dass ich nach Wien gehe. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich mit 15 da hingezogen bin nach Wien. Mit 15? Genau, ja. Und deine marokkanischen Wurzeln, dein Vater hat gesagt, go with the flow. Ja, schön wär's. Nicht ganz so buddhistisch. Nein, es war eher so, dass er gesagt hat, wir sehen uns bestimmt in 3 Monaten wieder. Aber ich habe ihn eines Besseren belehrt. Also meine Mutter hat mich da sehr supportet und mein Vater, es sei ihm auch echt nicht verübelt, weil ich habe sehr viel Blödsinn gemacht in meiner Jugend. Ich hatte 5 Polizisten vor meiner Haustür, die dort geklopft haben und dann wollte ich alleine mit 15 nach Wien gehen und das hat dann doch ein paar Zweifel in meinem Vater hervorgerufen, was auch echt ihm nicht übel zu nehmen ist, was auch wahrscheinlich die meisten Eltern tun würden und einen 15-jährigen pubertierenden Typen nicht nach Wien alleine lassen würden. Aber meine Mutter hat immer an mich geglaubt und sie hat gesagt, ich weiß, du schaffst das und du musst das machen, diese Ausbildung. Und sonst würde ich da in Bern in der Schweiz einfach verrecken und eine Lehre machen, mit der ich nicht glücklich bin. Und sie hat mir das ermöglicht und mein Vater ist mittlerweile auch sehr stolz und hat gesagt, er hatte Unrecht und er ist stolz auf mich und er ist froh, dass er Unrecht hatte. Und das hat sich alles zum Guten gewendet. Wow, was für schöne Worte. Also wirklich, dass Eltern, da muss ich ja ganz kurz sagen, also ich glaube, dass es nicht nur die marokkanischen Wurzeln deines Vaters sind, die da irgendwie, bei dem die Alarmglocken geschrillt haben, sondern ich glaube, das ist so prinzipiell Eltern, ne? Die dann ja, auch sagen, ja. Hey, mit 15 eine fremde Stadt, die wir auch nicht kennen, das wird natürlich total schwierig. Aber dass dein Vater quasi jetzt 10 Jahre, 11 Jahre später das alles zu schätzen weiß und sagt, hey, du hast alles richtig gemacht, finde ich auch, hat auch, ja. Ist auch ein Zeichen von Größe. Absolut, kann man ihm auch echt nicht verübeln, also das ist eben, das ist einfach so, denkt man halt als Vater oder Mutter, man will sein Kind beschützen, vor allem, wenn man 3 Monate vorher noch Polizisten vor der Tür hatte, die irgendwas gesagt haben, was der da gemacht hat und die einen nach Hause bringen, dann verstehe ich halt auch, dass man da erstmal Zweifel hat. Aber eben groß von ihm, dass er dann trotzdem gesagt hat, ich hatte Unrecht und ich freue mich, dass ich Unrecht hatte. Also das habe ich ihm auch sehr hoch angerechnet und habe mich auch sehr berührt. Da kann ich schon gar nichts mehr zu sagen. Das ist einfach wunderschön. Wie ist denn das jetzt bei Starmania? Wie sind aktuell die Vorschriften mit, werden deine Eltern dabei sein bei der Sendung oder bei den Sendungen? Nee, also das ist, ich weiß nicht, ob sich da noch was von den Maßnahmen her ändern wird, aber voraussichtlich so, wie es mir kommuniziert wurde, wird da kein Publikum sein, also auch keine Begleitpersonen. Schade, weil ich sehe mich schon, ne, wie da sind wir wieder bei DSDS, da rollt der Bus aus, ich weiß nicht, an alle steigen aus, die 267.347 Familienmitglieder mit T-Shirts, mit deinem Gesicht drauf, ich habe ein Schild mit, ich will ein Kind von dir. Okay, wirklich, aber man kann das ja mal machen, so. Hier, Starmania-Star, irgendwas. Also ja. So sehe ich das gerade und ich finde das halt so schade, dass es gerade in einer Zeit passiert, in der du das nicht das direkte Feedback vom Publikum bekommst.
Ja, leider, leider, aber ja, es ist halt so, wie es ist, was willst du ändern? Also jetzt dann zu trauern, deswegen bringt auch nichts. Es wäre natürlich cool, wenn Leute, auch wenn du einfach im Studio so Reaktionen hast, ja. Weil so bist du halt, ist da halt niemand und du singst und du weißt nicht so, wie das, ja, aber ist halt so. Ich freue mich überhaupt dabei sein zu dürfen und ich hoffe, dass ich dann live die Reaktion durch Anrufe mitbekommen. Definitiv. Ein Glück habe ich mehrere Handys. Die 267.347 Familienmitglieder werden alle natürlich auch angehalten, für dich anzurufen. Dass du immer die Zahlen noch weißt, also Respekt. Ich bin auch gerade total erstaunt, dass es immer wieder 267.347. Ich glaube, als ich es zum zweiten Mal gesagt habe, war es falsch, aber ja, weil es einfach, weißt du, wenn du immer die Wahrheit sagst, kannst du dich dran erinnern. Wenn du lügst, weißt du es nicht. Es sind halt 267.347 Familienmitglieder. Unglaublich. Die von hier aus natürlich alle Grüße von, die Namen kenne ich nicht, Geburtsdaten nur noch bei den ganz Kleinen. Aber eigentlich muss ich dankbar sein, dass ich nicht jedem noch ein Geschenk kaufen muss. Weil, ja, ja. Das you know what I mean. Deswegen hält man den Circle immer so gering wie möglich. Ja, voll, voll. Das wird dann schon teuer. Das macht man ja gerne. Und du weißt ja, die marokkanische Mentalität lautet ja immer so, brauchst du nicht. Ja. Also du kommst und ja, dann gehst du hin und es wird immer erstmal auf die Tasche geschaut, ob du was auspackst. Ja, genau. So ist es nämlich, ja. No offense an unsere ganzen Zuseher und Zuhörer aus dem marokkanischen Raum, aber wir dürfen das. We love you. Trotzdem. Hisham, ich würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Gespräch in naher Zukunft weiterführen. Jetzt haben wir ein bisschen über dich, deine Person, TikTok etc. gesprochen, aber du bist ja noch viel, 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 viel mehr. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn wir das nächste Mal das nächste Kapitel unter die Lupe nehmen, wovon es ja einiges gibt. Ich will jetzt noch nicht spoilern, aber du bist ja so ein richtiger Star. Also du bist der Erste, dem ich in Wien begegnet bin, der eine Perlenkette à la Lil Nas, dem Rapper, trägt. Und es steht dir hervorragend, kann ich nur sagen. Jetzt hätte ich die Perlenkette tragen sollen, verdammt. Ich liebe die. Und das Bild von uns vom letzten Sommer werde ich auf jeden Fall posten. Aber jetzt, ich weiß, dass du nicht viel Zeit hast, dass du mitten in den Proben steckst. Und von daher möchte ich mich einfach nur bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Für mich, für diesen Podcast, für meine Zuseher, Zuhörer. Und wir wünschen dir ganz, 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 ganz viel Erfolg. Gewinne Scheiß. Hell yeah, danke Nora. Und ich sage das und ich darf das und ich habe das auch eingangs gesagt, ich bin nicht objektiv, ich bin total subjektiv, weil ich alles feiere, was du machst und ich wirklich, wirklich Liebe für dich empfinde und ich einfach mir wünsche, dass du es gewinnst und dass wirklich ganz, ganz viele dich, deine Kunst, deine Musik kennenlernen und genauso lieben und feiern, wie ich es tue. Das wünsche ich mir auch, Nora, weil das ist echt einfach der tiefste und liebevollste Support, den man haben kann. Und das ist einfach so, so schön. Also ich bedanke mich auch sehr herzlich, dass du mich seit 2 Jahren, glaube ich, mittlerweile so überall unterstützt und immer hinter mir stehst. Und das ist wirklich, wirklich, ich empfinde genauso viel Liebe. Wirklich, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich dafür. Dürfen wir die Hände eigentlich jetzt für unsere Zuhörer, dürfen wir die Hände jetzt so falten, als würden wir ein christliches Gebet oder müssen wir eher so machen? I don't know. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Sollen die Zuseher und Zuschauer und Zuhörer kommentieren? Aber es ist mir wirklich ein Fest, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, dass wir hier ein bisschen plaudern konnten. Und ich wünsche dir jeglichen und erdenklichen Erfolg und komm, soweit es geht. Und ich hätte jetzt so fußballmäßig gesagt, bring den Pott nach Hause. Ja, verdammt, ich versuch's. Und wenn, du weißt ja, ich habe ja gesagt, sobald Zuschauer wieder erlaubt sind, I'll be there. Ich weiß und ich denke als Erstes an dich und ich freue mich auf ein weiteres Mal mit dir zu quatschen. Danke. Nach dem ganzen Wahnsinn. Also vielen Dank für die Einladung, Nora. Danke und hoffentlich ganz bald in real life.
Ja, würde mich sehr freuen. Bin ich Danke dabei. dir. Ja, das war's schon. Wir sind am Ende unserer Podcast-Folge I Can Hear You und wir würden uns freuen oder ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und zuhört oder zuseht und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald. Tschüss.